So! Updates, neu starten, nein. Später erinnern. So. Jetzt läuft das hier wieder. Was geht ab, liebe Freunde? Ich bin's, Basti. Herzlich willkommen, Klatsons TV. Ja, es ist wieder Zeit für News, Classic und das Brett der Woche. Ihr habt lange drauf gewartet. Ich weiß, gleich geht's los. Was fehlt? Chris und das Intro. Geht jetzt los. Bis gleich. Fangen wir an mit den News und da gibt es was zu berichten, und zwar über die Swedish House Mafia. Besser gesagt über Axel und Ingrosso. Die haben nämlich ein Set gespielt als Axel und Ingrosso, und zwar im Brooklyn Mirage in New York. Und da gab es dann etwas, was jeden Swedish House Mafia Fan mit Glück überschwemmt hat. Warum? Wir können uns daran erinnern, im März haben sie auf dem Ultra Music Festival, also die Swedish House Mafia, ein Reunion-Gig gespielt. Also waren wieder als Swedish House Mafia auf der Bühne. Und da gingen dann die Spekulationen los. Gibt es eine Tour? Wird es hier Swedish House Mafia mäßig wieder weitergehen? Bam, bam, bam. Wir haben darüber berichtet, dass es jetzt ein paar Leaks gab wegen der kommenden Merchandise-Linie. Und nun hat Axwell bei dem Axel und Ingrosso Booking halt erwähnt, dass es wohl, so wie es aussieht, nächstes Jahr nun wirklich eine Swedish House Mafia Tour gibt. Wie hat er das gesagt? Naja, er fand die Stimmung nicht ganz so toll im Club und hat einfach mal das Mikrofon genommen und gesagt, hey, ich glaube, ihr seid gar nicht bereit für Swedish House Mafia nächstes Jahr hier, oder? Und hat die Frage dann auch mal gleich seinem Kollege Ingrosso rübergeschickt, und der sagte, wow, nee, ich glaube noch nicht. Dann haben sie natürlich richtig Gas gegeben, weil, seid ihr bereit für Swedish House Mafia? Natürlich sind sie bereit für die Swedish House Mafia. Jeder ist bereit für die Swedish House Mafia. Also, so wie es aussieht, nächstes Jahr, Tour ist am Start. Und wir warten ja immer noch, ob sie vielleicht auch sogar auf dem Tomorrowland spielen. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wir halten euch bezüglich Tour definitiv auf dem Laufenden. Und wenn es neuen Stuff zu berichten gibt über die Swedish House Mafia. Kommen wir zu einer Sache, worüber wir nicht berichtet haben. Warum? Keine Ahnung. Ist irgendwie, weiß ich nicht, mitgekriegt, aber irgendwie auch nicht richtig, und dabei ist es wirklich eine krasse Nachricht. Und zwar geht es um den DJ und Producer DJ Alok, der brasilianische DJ Alok. Viele fragen sich jetzt vielleicht, warte mal, Alok, habe ich schon mal gehört. Sein größter Hit war Hear Me Now und kam auf Spinnin' Records raus. Riesenknallernummer, und dieser hat einen Flugzeugabsturz überlebt. Okay, jetzt müssen wir kurz entspannt, also Flugzeugabsturz klingt immer so knallhart aus, ich weiß nicht wie viel Kilometer Höhen und runter. So krass war es dann doch nicht, war trotzdem natürlich übel. Und zwar ging es darum, dass sein Privatjet, mit dem er zum nächsten Booking fliegen wollte, Startprobleme hatte und der Pilot dann es aber noch hingekriegt hat, den Flieger einigermaßen auf der Bahn zu halten. Aber fast, während sie, wie ihr im Video ja hier an der Seite sehen könnt, ja, den Rang herunter gefahren oder gerollt oder wer weiß auch immer. Und im brasilianischen, lass uns kurz gucken, im brasilianischen Serriha Flughafen in Juris de Fora, ich hoffe, ich habe das alles richtig ausgesprochen, da ist der Abhang ganz schön krass, weit nach unten. Zum Glück nichts passiert. Alok hat auch noch gepostet, riesen Dank an die Piloten, die haben das sehr professionell hinbekommen, den Flieger unter Kontrolle zu halten, und zum Glück, wie gesagt, es ist nichts passiert. Krasse Scheiße. Ich überlege mal, ich bin auch schon sehr oft geflogen, und wenn sowas mir passieren würde, uff, ey, das ist nicht ohne. Das ist nicht ohne und geht auf jeden Fall nicht spurlos vorbei. Auf jeden Fall ist es alles safe, alles ist gut gegangen und DJ Alok ist nichts passiert. Tut uns leid, dass wir so lange drauf gewartet haben, bis wir darüber berichtet haben. Nun haben wir es getan. Und zu guter Letzt haben wir noch etwas für unsere Singles auf jedem Musikfestival, und zwar gibt es nun Tinder für Festivalgänger. Richtig gehört. Okay, die App ist nicht ganz so neu. Sie heißt ReadyDate und gibt es eigentlich schon seit 2015. Was ist es? Es ist wirklich Festival Tinder. Und zwar gibt diese App die Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen, die auch gerade auf dem gleichen Festival sind wie ihr auch. Richtig gehört. Ihr gebt also mit euren ganz normalen Facebook-Daten, E-Mail, Handynummer, whatever, also im Prinzip eigentlich fast allem, meldet ihr euch an und könnt dann auf verschiedene, insgesamt 30 internationalen EDM-Festivals zurückgreifen, wo ihr gerade seid, und euch mit anderen Leuten connecten. Und dann gibt es diese typische Tinder-Option. Finde ich nicht geil, finde ich nicht geil, finde ich nicht geil. Alter, ist fuckable. Nehme ich auf jeden Fall. Blub. Wenn ihr Glück habt, gibt es ein Match und ihr könnt miteinander schreiben. Ja. Welcome to 2015.
2018. So wird gedatet heute. Naja, der Hersteller sagt aber, hey Leute, das ist zum Daten und so, aber auch einfach nur, um Freunde zu finden. Klar, Tinder ist auch einfach nur da, um Freunde zu finden. Ja, nee, ist klar. Ist richtig. Fakt ist, die App ist mittlerweile draußen und auch für unsere deutschen Fans ist was dabei, denn das Perucaville Festival sowie auch das Airbeat One Festival ist mit dabei und das Awakenings Festival in Holland ist mit am Start oder auch das Lollapalooza Festival in Berlin. Also, drei große Festivals aus Deutschland sind auch mit dabei. Dann lohnt es sich vielleicht für euch, die App einfach mal zu downloaden. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Vielleicht findet ihr ja etwas zu bumsen. Jemanden zum Kennenlernen. Wenn ja, schreibt es mal gerne in die Kommentare, ob es geklappt hat. Wenn nicht, lasst es einfach sein. Aber würde mich mal interessieren. In diesem Sinne, viel Spaß beim Kennenlernen. Oder so. Club Sounds 85. Drei CDs vollgepackt mit 69 Club Hits. Mit Rudy Mantle, Robin Schulz, Kygo und vielen mehr. Club Sounds 85. Denn du bist der DJ. Es ist Zeit für das Classic of the Week und da haben wir etwas ganz Cooles, Leute. Ganz cool. Die Rede ist vom Pfaffendorf. Ja, mit einer der Dance-Projekte in den frühen 2000er Jahren hat für deutschen Dance Hands Up Hard Trance Sound bestanden und war einfach ein richtig geiles Projekt. Über die Jahre und über die Musikentwicklung im Fleck hat es nun mal leider an Reiz verloren. Gibt es Pfaffendorf eigentlich noch heute? Ich glaube ja. Schreibt es mal sonst unten in die Kommentare. Damals aber mit eines der Projekte überhaupt. Und einer ihrer größten Hits war Be Cool. Viele würden sich vielleicht noch daran erinnern. Das Ding war adaptiert an From Dusk Till Dawn. Ganz große Szene, George Clooney. Wir bleiben alle cool. Du bleibst cool. Kennt man noch, ne? Everybody be cool. You be cool. Geiler Film, From Dusk Till Dawn. Einfach mal reinziehen. 18er Version ist immer geil. Okay, ist keine Filmsendung hier. Musik. Be cool, Pfaffendorf, aber immer noch ein richtig cooler Track und zeigt einfach nochmal eine good old Eurodance-Zeit, würde ich schon sagen. Die good old 2000er Dance-Zeit. Ja, in diesem Sinne viel Spaß beim Classic of the Week. Hier ist Pfaffendorf mit Be cool. To the next level. God made me cool.
Tschüssikowski heißt an dieser Stelle. Das war Clubsounds TV für dieses Mal. Ich hoffe, ihr hattet jede Menge Spaß. Wenn ja, Daumen nach oben, abonnieren, Glocke nicht vergessen, damit ihr nichts verpasst. Playlist Clubsounds auf Spotify. Gerne, gerne folgen. Wenn ihr Vorschläge habt bezüglich News, Bretterwoche, Classic of the Week oder New Tracks, kommt in unser Forum oder in unsere Facebook-Gruppe. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ganz, 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 ganz wichtig jetzt. Am Ende geht das nun an alle Schrauber, Produzenten, ja, da draußen. Ihr habt eine geile Nummer, die perfekt in ein elektronisches Label passt. Dann haben wir jetzt was Feines für euch. Wir von Electronic Dance haben nämlich ein neues Label gegründet. Electronic Dance Records und Groove Infected. Richtig gehört. Zwei Labels, einmal richtig coolen Groove-Sound, einmal alles andere, was elektronische Musik so hergibt. Und wir wollen euch. Ihr seid also geile Schrauber, habt eine coole Nummer oder habt eine Nummer, wo ihr sagt, ey, ich glaube, da könnte was gehen, vielleicht brauche ich da noch ein bisschen Hilfe. Und was meint ihr denn so? Kein Problem. Schickt uns eure Demos. E-Mail-Adresse lassen wir hier einblenden und findet ihr auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Schickt uns eure Demos, schickt uns eure Ideen. Und mit etwas Glück, was heißt mit etwas Glück, wenn die Nummer geil ist, kommt ihr auf unser Label Electronic Dance Records oder Groove Infected. Könnt ihr euch darauf freuen? Jede Menge geile Scheiße ist da geplant. Wir würden uns auf euch freuen. In diesem Sinne, Tschüssikowski E-Mail unten in der Videobeschreibung. Schön fleißig schrauben und wir sehen uns bald wieder zu einer neuen Folge Clubsounds TV. Bis dann! Everybody be cool. You be cool. Be cool.